Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsfahrer. Wir sind mal wieder auf Rosig Nord unterwegs. Das hier ist meine Lok, die 143. Und dabei ist natürlich auch wieder der Seidenspinner. Das bin ich, hallo. Was hast du gleich mal für eine Lok? Ich habe die BR185.2. Und ich fahre den Güterzug DB81104 von Hagen nach Kreuztal. Und es geht irgendwie nicht los. Warum auch immer. Ja, bei mir geht's los. Er hat noch ordentlich zu ziehen bei mir. Okay, bei mir auch. Oder auch nicht? Lichter, wo sind sie? Alles gelöst, jetzt Spitzensignale. Okay. Lichter muss ich auch noch anschalten, fällt mir da rein. Instrumentenbeleuchtung, Farbkontrolle. Kann die Instrumentenbeleuchtung mal einfach aus sein? Oh ne, das war nicht die, sondern das war die Fahrerpultbeleuchtung, meine Güte. Signale und Sander. Lichter. Fahrend. Oberleitung, Strom. Ja, das hat alles passend. Kompressor, Tension. Aber das passt vorne. Ich sehe noch gar keine Lichter mal wieder. Ja, bei mir ist es auch noch falsch. Ich muss das gleich, wenn ich hier aus dem spannenden Teil raus bin, das nochmal überprüfen. Headlights, Spitzensignale. Ja. Jetzt ist Hahn. Sehr gut. Ich bin schon auf 100 beschleunigen, hab ich gar nicht gesehen. Stimmt, du bist ja in Hagen, der ist ja noch ein bisschen größeres Gleisvorfeld und so. Ja, okay. Ansonsten fahren wir halt mit falschen Lichtern, ist mir dann halt auch egal. Was ich anders will. Ja, ich habe doch auch schon eine Sifa ausgemacht. Bremse lösen, Sander? Hä? Zwangsbremsung. Okay. Ja. Dann halt mal an, ist mir egal. Ich suche dann, dass diese Scheiße funktioniert hier. Meinst du, es wird in England unsere Begegnung? Zwangsbremsung. Ja, ich habe eine Zwangsbremsung, genau. hier hinten war es, genau. Nee, doch nicht. Ah, doch, hier war's. So, Signale. Jetzt halt die Klappe. Ich weiß, dass ich eine Zwangsbremse bekommen habe. Ich gebe gleich eine Zwangsbremse ins Gesicht. Spitzensignale. So, geht doch. Ach, halt die Fresse. Danke. Ich bin noch 5 Sekunden vor dir, ne? Ja. Schaffe ich in 5 Sekunden das Stellenlöser nicht? Ja, was? Was? Schaffe ich in 5 Sekunden das Spiel leiser zu stellen oder nicht? Ja, locker. Notfallschalter gelöst. Einstellungen, Audio, Gesamtlautstärke machen wir mal 76% und jetzt geht's weiter. Sag mal was. Was? War das gut so? War das jetzt nicht übernommen? Ich guck nochmal. Es werden jetzt ein paar mehr als 5 Sekunden, glaube ich. Ja, das wird ja nicht übernommen, weil man wieder das drücken muss. Ja, jetzt glaube ich besser. So, werden wir uns hier in Gang bringen, können wir uns dann ja... Aber du bist immer noch relativ leise. Okay. Bist du weit weg? Eigentlich nicht. Also wir haben einen Schrittgutwagen. Aber ich glaube, es sollte passen. So, ich fahre zur, so, wie nennt man die? Gedeckte Wagen? Keine Ahnung, wie das ist. Mal 70, wir müssen nämlich gleich schon 70 fahren da hinten an der Ecke. Richtig zu ziehen hier. Ja, du fährst 155, ne? Ja. Die 185 meine ich, so. 85 ist so. Die hätte ja eigentlich gedacht, die hätte ein bisschen mehr Power.
ich habe aber scheinbar auch ordentlich was zu ziehen. Also irgendwie. Viel ist da gerade noch nicht. ...42 Kilometer noch bis nach Finntrop. Ah, ich glaube, die Zwangs habe ich bekommen, weil da vorne eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Okay. Das habe ich da irgendwie. Ich habe hier nicht rumgebastelt. Nein, nur. 70. Willst du mich verarschen? Nee, ach, alles gut. Oh, ich hab schon wieder Panik bekommen. Ich dachte gerade schon. Das ist dumm, wenn man mehrmals drauf drückt und bei 143 klickt, dass er so nach Zwangse. Ich hab schon dreimal das bestätigt, dass er so auf jeden Fall kapiert. Ja, man kennt's, ne? Die. Ich hab auch in letzter Zeit, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war. Ich weiß gar nicht mehr, wo das gewesen ist, aber ich habe auch in letzter Zeit häufig das Problem gehabt, dass ich Sie halt gedrückt habe, aber nicht angenommen wurde. Also es ist ganz komisch. Weiß aber gerade nicht mal, ob es in den Szenarien war oder nicht. Zugbeeinflussung. Oh, ich bin ja noch in der 45er Beeinflussung. Oh, ich werde noch eine VW-Überwachung. Oh. Was ist los? Ich bin noch in der VW-Überwachung gewesen. Ich bin fast, hab's fast vergessen. Bin ich fast in die nächste Zwangs reingerutscht. Jetzt haben wir gleich die 60. Siva. Zugbeeinflussung. Okay. Zack, danke. Immer noch. Wechselblinken. Jetzt mal ganz kurz nochmal, der ist ein bisschen leiser. Das ist irgendwie das Spiel. So, jetzt nochmal. Ich habe jetzt 17, 23, 24, 25. Wie ist es bei dir? Ich bin mit 43, also. Aber ich stand auch ziemlich lange, sagen wir es mal so. Vielleicht hilft es uns weiter. Oh, in 8 Kilometern geht es noch weiter runter. In 8 Kilometern, in 3 Kilometern. Mensch, ich glaube, ich darf gar nicht fahren, so wie es hier ausschaut. Erst die Zwangse, jetzt nochmal geht's nochmal weiter runter. Später, okay, es geht bergab. Können wir sie ausrollen lassen. Wie weit hast du gefahren? Ich habe auch 42 Kilometer. Ich habe 37. Ich glaube, ich habe ein bisschen kürzer, weil ich durch den Bahnhof weniger anfahren muss. Das kann gut sein. Also ich muss gar keinen Bahnhof anfahren, aber ich fahre einen Bahnhof weniger vorbei. Ja, ja. Siva. Und die Karte ist immer noch eine der schönsten, finde ich, mit den Bergen. Ja, das ist echt eine gelungene Karte, das muss man schon sagen. Also, ja, das ist echt schön geworden hier. Landschaften können sie doch besser darstellen als Städte. Ich frage mich, warum sie jetzt genau diese Ruhrgebietsachen machen. Ah. Metropole halt. So ein bisschen in die Eisen gehen. Sag mal, Bremse ziehst du an? Siva. Bremse! Alter, wie lange die braucht zum Anzuziehen? Ja, lösen. Ich musste halt nur diese 80 einhalten. Ich wusste nicht, ob er gleich mir schon einen reindrückt wegen Bremskurve. Ich glaube, das war relativ knapp. Warte mal kurz. Können wir kurz pausieren? Ja. Hast du? Habe ich. Alles gut. Ja, irgendwie, ich komme auch echt gerade nicht voran. Ich komme hier gerade echt von einer Vorüberwachung in die nächste rein.
Und ich darf auch nicht viel fahren. Ich darf nur 50 fahren. Ja, du bist halt in diesem Bahnhof. Ja. Also ich komme da gerade erst nochmal hin. Ich bin ja. Wobei, ja, doch. Zugbeeinflussung. SIFA, ja, ist ja gut. Da kommt mir gerade der erste Personenzug entgegen. Also ich. In der Folge. Diese aufwendigen Let's Play-Schnitts immer. Ja. Wenn man da nochmal einmal in der Mitte was rausschneiden muss. It's a hard knock life. Das kann man fast vergleichen mit irgendwelchen aufwendigen Hollywood-Blockbustern. Wenn man aufwendig da noch was rausschneiden muss aus dem Video. Nein. Ja, die Bierkippe. Ach, Bierkippe, genau. die Bierflasche, die noch am Hintergrund steht. Muss ausgerendert werden. Die Bierflaschen hier im Fahrradstand? Genau. Ja, der auch hier. Hi, bin ich auf dem Schuh. ja. Für einmal auf, ich sollte. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss auf alle Fälle gleich die Ideen, die wir noch hatten, woanders hinpacken, dass ich nicht auch in der SDK-Note habe. Was soll's? SIFA. Die ganzen Ideen, die wir gerade eben noch gesammelt haben, niederschreiben und nicht nur auf einer SDK-Note lassen. Liebe Zuschauer, könnt ihr schon mal alle drauf freuen, wir haben ein paar Ideen. Ja, ich hab auch eine Idee. Die Idee ist, dass wir wieder in den Gaming Empire Discord gehen, weil der Voice hier wieder so scheiße ist. Echt? Hörst du mich wieder kommen? Ja, also teilweise bricht es ein bisschen ab. Lass mal bei Game Empire Group in die Aufnahmen gehen. Dann drücken wir nochmal Pause und... So. Oh, hätte ich gerade eine Ziefer-Zwangsung was bekommen durch das ganze Anhalten hier. WT nicht zeitgerecht betätigt, okay, das war dann scheinbar nicht. Ist WT sicher wahrscheinlich nicht, ne? WT? Ja, WT nicht zeitgerecht betätigt, Zwangsbremsung. Was heißt SIFA auf Englisch? Ich glaube, es kann auch halt sehr gut sein, dass ich gerade eben einfach ein, ein Magnet übersehen habe, weil ich halt gerade am Gucken war wegen, oder auf einem Monitor war wegen Switchen. Und ich sehe eine Geschwindigkeitsbegrenzung, von daher gehe ich mal von aus, das war PZB einfach. Wie spät hast du es jetzt bei dir? Ich habe es 22.49 Uhr. Okay, ich habe 37, also wir sind fast gleich schon wieder. Irgendwann wieder. Ja. 10 Sekunden. Egal, mit meinen ganzen Zwangsen. Da gegnen wir es vielleicht auch noch zeitgleich. Wobei, ja, eher weniger. Ja, es werden mehr als 10 Sekunden sein, oder? Ja, ich denke mal, wir werden uns im Abstand von. Okay, aktuell prognostiziere ich einfach mal in einem Abstand von 45 Sekunden werden wir uns begegnen. Ja, kann aber sein, wenn. Also die Sache ist halt, ich kann in Hagen auch noch einige Zwangsen kriegen am Bahnhof. Ja, eben, also. Aber das wird sich, glaube ich, nicht auswirken. Weil das erst danach der Begegnung ist. Dann muss ich auch noch bergauf anfahren, das ist doch wieder ein Witz. Ich bin nämlich immer noch kein Zug entgegengekommen. Doch, da kommt der erste. Regionalzug. Guck von außen nur auf den Zug. Ach, dann glaube ich, ja. Sind wir gerade vorwärts oder rückwärts gerollt? Jetzt verstehe ich gerade nicht, weil der Zug laut ist, weil ich gerade aus dem Buch da. Was hast du gesagt? Ich frage mich gerade, ob wir gerade kurz zurückgerollt sind oder nicht. Also. Ich auch nicht. Okay, es wäre klüger, immer so zu starten. Wie es in Showreels immer angesagt wird. Ich rolle rückwärts, okay. Wir fahren der mittlere Zugart, ne? Fahren wir. Ja. Oh, ich hab die falsche Zugart drin. Ich fahre obere Zugart. Ups. Würde mir nie passieren, sowas. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal anhalten, die Zugart wechseln. Kann ich das während der Fahrt machen? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ich meine, irgendwo waren. Schade, ich habe einen Scheibenwischer gefunden. Ich roll wieder rückwärts. Das kann doch nicht. Es ist doch. Es ist ein. Es
Geht doch bergab. Warum rolle ich denn rückwärts? Was ist. Achso, ich rolle berg. Ich, ja, es geht bergab, weil ich rückwärts rolle. Das ist das Ding. Scheiße. Super. Ey, ich komme hier nicht mehr weg. Ja, das ist der Wahnsinn. Zusätzliche Steuerung. Das ist wieder eine super Folge, aber ich bin noch lange nicht mehr TSW gefahren. Zusätzliche Fahrt. Lösen. Prinzip Wasser. Nee, das ist klar, aber. Zugart ändern. Ach, das musst du auch im. Kannst du hier was. Schaltfeld gar nicht machen, das muss ja durch da aussteigen oder in die Mitte des Zuges gehen oder so. Oder wir sind halt super leicht, aber eigentlich fährst du mittlere Zugart niemals mit dem Güterzug. Soweit ich weiß. Obere Zugart, so. So, auf 3. Deswegen habe ich vorher noch keine Zwangsäge gekriegt, als ich so knapp vor der 80 runtergebremst bin. Ich meine, irgendwo kommt man das Ende. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Kann man auch. Habe ich auch schon beim TSW gemacht. Aber ich glaube, das ist hinten, wenn du. Musst du rausgehen aus der Tür hinten und dann das umstellen. Ich weiß. Oh, das wird knapp werden. Das habe ich nicht gesehen, dass es mit sich kommt. Komm, gehen die Eisen. Das Zug brauchen wir so ewig, um anzulegen, die Bremsen. Es geht auch wieder rückwärts, das ist doch. Komm schon, mehr Power. Wir müssen dagegen halten, gegen den Drop. Da standen doch gerade 70, ja, da sind diese. Ach, sie werden jetzt erst angekündigt. Ich habe wieder viel zu früh gebremst. Okay, jetzt stehe ich gleich, weil ich zu hektisch war. Wieder voll lösen. Ich dachte, die 70 sind gleich schon. Nicht verguckt. Löst die Bremse mal eben. Ich lasse mich gleich zurückrollen. Hat keinen Sinn hier. Ich fahre 13 km/h. Die Bremse war völlig übertrieben gerade. Ja, müssen wir wieder hoch beschleunigen. 1,3% Steigung. Ich komme einfach nicht vom Fleck. Also komplett null vom Fleck. Echt? Kommst gar nicht mehr los? Ich komme nicht mehr los. Die Schüttwagen sind einfach viel zu schwer. Ich bräuchte eine Doppeltraktion, um voranzukommen. Ich lasse mich jetzt zurückrollen. Oder du, ja. Sag Bescheid, wenn du meinst, macht keinen Sinn. Ja, alles gut, ich hab noch 4 Kilometer, kann ich noch zurückrollen, bis dann rotes Signal ist, also alles gut. Sehr gut. Zugbeeinflussung. Da kommen die 70 am Tunnel. Also bergab, ich mach nix. Ich roll zurück mit 15 km pro Stunde jetzt schon. Hast du alle Bremsen gelöst? Alles gelöst. Also alles ist tutti futti. Ich bin halt nur zurückgerollt. Und mit voller Lotte an Leistung bin ich halt nicht vorangekommen. Okay. So, jetzt sind wir bei 0% Gefälle. Dann können wir ja bremsen und wieder Gas geben. Beziehungsweise Schub nach vorne geben. Das ist auch interessant. Also das ist echt eine coole Folge. Also cool in dem Sinne, wir haben endlich nach gefühlt einer halben Stunde Suchen einen Zug, oder uns dazu entschieden, Züge zu nehmen, die beide Güterzüge sind, die zur selben Zeit starten und in die entgegengesetzte Richtung fahren und ja, dann das. Wait a second, das sind immer noch 1,2% vorwärts. Kommst du jetzt voran? Ich probier's nochmal. Ansonsten muss ich mich weiter zurückrollen lassen, das sind 0,1% weniger. Versuch mal nicht Vollpower zu geben, sondern nur so ein bisschen. Erst habe ich auch schon probiert, dann bin ich zurückgerollt.
Ja, musst du Power lassen. Lass mal ein bisschen den Motor. Hörst du den Motor, dass er schon was macht? Ja. Also bei den ganzen Tutorials heißt es ja, man sollte so mit 30% oder so starten und Gas und Schub geben, um danach das halt höher zu stellen, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat. Halt oh, jetzt kein gerade ein Lokzug vorbeigefahren. Radstopp erhält, aber... Geht's vorwärts? Es geht vorwärts! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es geht voran! Keine Abenteuergeschichte wird gemacht, es geht voran. Es ist der Wahnsinn, der Zug rollt nach vorne. Oh Gott, jetzt bloß keine Zwangs wieder bei diesem Scheißberg bekommen. Also diese Zwangs war jetzt doppelt ungünstig. Ungünstig. Ich überlege mir die ganze Zeit zu erwähnen, ob das ich das noch keine. Unnötig. Ich will. Dass ich noch keine Zwangs gekriegt habe oder ob das schlechtes Unglück bringt. Ich glaube, es bringt schlechtes Unglück. Jetzt habe ich es erwähnt. Jetzt ist es gejinxt. Gleich diese Zwangs. Aber die war echt unfassbar unnötig, unglücklich. Die war unnötig, doppelt. Weil die Zwangs hätten nicht sein müssen. Ich habe halt gerade den Moment nicht auf den Monitor geachtet und das Schild. Zugbeeinflussung. Ja, ich hab's bestätigt. Hier, ich beschädige es nochmal. Habe ich jetzt keine Zwangs bekommen bei diesem Kackberg. Und dann bin ich im Berg hingeblieben. Das war der beste Spot, um eine Zwangs zu bekommen. Warum spiel ich noch in der Bremse? Weil du wieder 3 Jahre brauchst, um Bremse zu lösen, ja. Ich hasse keine Altbolox, ich liebe Altbolox, aber ich hasse die Steuerung manchmal, dass die so ewig braucht zum Anspringen, was realistisch ist, ne? Mhm. Mit dem Taurus geht das, glaube ich, schneller, also bilde ich mir zumindest ein. Der gibt das Signal direkt da weiter. Aber ich muss sagen, ich roll den Berg mit exakt 19 Kilometer pro Stunde. Hoffentlich nicht runter. Aber wirklich konstant. Und ich fahre, gib voll Leistung, heißt, ich hätte keine Chance gehabt mit der Einzeltraktion. Doppeltraktion hätte es wahrscheinlich funktioniert, aber no chance. Und die 185 ist doch eigentlich Power. Ist ja schön neu. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele. Die hat doch eigentlich richtig Kraft. Also sagen wir mal so, ich habe ungefähr 20 oder 20 plus voll beladene Schüttgutwagen mit, keine Ahnung. Was ist das? Vielleicht Kohle oder so? Deswegen war die bei der 143 auch nicht drin im Teil der Auftrag. Das kann weißt sehr du, gut sein. Weil die 143 vielleicht die Hälfte der Power hat von der. Ich glaub, weiß nicht, vielleicht ein bisschen untertrieben. Aber halt schon älteres Modell und dementsprechend potenziell leistungsschwächer. So, hätten sie 70. Wir haben noch 3 Kilometer. Wie weit musst du noch? Immer noch 43 Kilometer. Ach du Scheiße, ich muss noch 19. Aber ich muss auch zum Schluss in dieses ganze Gleis, wie er war. Von Hagen. Mit 50 da Domio, wie Romeo, ich kenne das ja. Ja. Ich hoffe, ich kann gleich mal ein bisschen mehr fahren als nur 40 wieder, ey. 14? 40. Zugbeeinflussung. 40. Aber ich glaube, ich komme gleich auf die Hauptstrecke erst drauf, ne? Ich bin immer noch auf dem anderen Abschnitt. Jetzt geht's ja wieder bergab. Oh Gott, jetzt muss ich wieder gegenbremsen, weil ich wieder runter droppe. Jetzt mal auf die 70, die sollte gleich kommen. 1,6 eigentlich müssen wir es auch noch nicht, aber... Lieber zu früh oder zu spät. Siva. Also die 70. Vielen Dank für die 70. Zugbeeinflussung. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Manchmal muss ich mit dem Zug auch sehr bremsen. Sonst komme ich nicht mehr vor den 70 auf die Geschwindigkeit. Es gibt kein Sinn, das Lied.
Okay. Das ist die richtige Reaktion da drauf. Okay. Oh, das passt aber gut. Deswegen ist jetzt das panische PZB wachsam Spam wieder ein hier. Oh mein Gott, ich darf 120 fahren, geil! Warum bremst du denn immer noch und da haben schon eine Bremse aktiviert? Wo ist die mal? Er bremst immer noch. Hä? Okay. Dann bremst er. Oder ist jetzt hier beim Binnenaufsteigen? Nö, geht runter. Zugbeeinflussung. Sollte nichts passieren. Okay, ich sollte immer bei den Magneten, die rechts sind. Prinzipiell. Ja, daran kannst du sehen, ob die Magnete da sind, da kriegst du auch Ärger, wenn du was machst. Ja, ich drück grad bei allen, ey, das ist. Ja, wenn du so einmal so eine Zwangsparade hast, dann drückst du auch ein paar grünes Signal, das ist dann egal. Ja. Drück einfach alles weg. Du musst wie so ein Bodybuilder sein, einfach alles wegdrücken. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder wie beim All You Can Eat auch alles wegdrücken. Ja, das geht auch. Das wäre meine Spezialität. Zugbeeinflussung. Oh mein Gott, ich darf echt 120 fahren. Geil. Endlich nicht mal hier rumduckern. Ist wieder auch bergauf und bergab, aber. Ich fahre jetzt 80 und 100 gerade. Also ich fahre 80 und fahre gleich 100 danach. 15 Kilometer noch. 41. Ich bin vorangekommen. 2 Kilometer weniger. Es geht weniger. Voran. Herrlich. Hallo, Sifa. Oh, echt auf einer komplett schnurgeraden fahre ich gerade 35 und weniger. Da kommt mir ein Personenzug entgegen. Bin ich nicht. Nee. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Minuten vorher ich dich sehe. Mindestens 5. Also ich glaube, es sind nicht mehr 45 Sekunden. Ich glaube, es sind 5 Minuten, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja. Wir können mal auf dem Tacho gucken. Ich behaupte einfach jetzt einfach. Ich bin einfach mal so optimistisch und sage 13 Minuten. 13 Minuten früher komm ich dir entgegen? Ja. Also nee, Moment. Wait a second. Nee, Moment, das macht keinen Sinn. Ah, hallo. Das macht keinen Sinn. Für hallo, Francesco. Ich sehe dich gerade, ne? Du siehst mich, okay. Also ich meinte eigentlich umgekehrt, langer, fällt mir gerade auf. Langer Zug mit Kohle oder Eisenerz, ja, okay. Was da drin ist. Merken wir uns ungefähr. Aufnahme, Rohaufnahmezeit 32. Minute. Mal gucken, wann du mir begegnest. Es geht leicht bergauf. Ich komme niemals auf die 120. Aber bei mir bist du auch nur 155 gefahren. Ah, okay. Vielleicht hat die mehr Power. Ich glaube, die hat gar nicht mehr Power. Ist eigentlich älter. Bin mir nicht sicher. Kann natürlich sein, dass so gesehen alle Standard-Log, sag ich mal, mit der Sonder-Log oder mit der DLC-Log dann ersetzt werden bei dem Szenario oder bei dem Fahrplan. Das kann sein. Aber bei eigentlich, wie gesagt, die 185er ist ja auch eigentlich die Standard-Log dafür. Das heißt, die werden das Szenario, denke ich mal, schon ein bisschen auch ausgelegt haben. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich wäre natürlich interessant zu wissen, wobei da müsste man halt die exakt vielleicht nicht unbedingt, aber möglichst identischen Test-Umgebung machen und dann auch an denselben Stellen die Zwangsinn bekommen, um dann herauszufinden, ob es Sinn macht. Wobei, wenn schon die 185 rückwärts rollen muss, um wieder hochzukommen.
Ich guck gerade den Zug von außen an. Ich verstehe jetzt gerade, glaube ich, gerade nicht so gut. Wollte nur mal von außen drauf gucken. Ohne sie verzwangsetzt zu bekommen. Ich habe noch mal dran gedacht, da nochmal drauf zu drücken. Oh, 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 oh. 80 von 120. Oh Mann, oh Mann. Aber macht Spaß, die Zucker von außen anzugucken. Wir fahren bei einer Sand- oder Kiesgrube vorbei. Kann man eigentlich aus der Kiesgrube auch rausfahren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es gibt ja immer noch diese Diesel-Lok, die es für die Main-Spessart-Bahn gibt, wo du da in den Hafen fahren kannst. Die habe ich mir noch nicht gekauft. Also in gut, bei C6 Heavy Hold, das ist ja darauf ausgelegt, dass man halt auch da lang fährt, da gibt es ja auch Tutorials dafür, aber ich weiß gar nicht, ob es das bei Dings gibt, bei Rosig Nord, beispielsweise bei, oh Gott, wie heißt denn das noch? Meinst London, Great Western Railway oder was? Bei dieser anderen deutschen Strecke, die vor der Hauptstrecke kam, glaube ich. Main-Spessart? Nee, Rhein-Ruhr-Osten, da gibt es auch Güterzüge. Da könnte ich mir vorstellen, ich weiß, ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass es aber auch nicht so ist, weil es halt animationstechnisch nicht umgesetzt wurde. Aber es bestünde vom Prinzip her die Möglichkeit, dass man halt zum Intermodular, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Verdammt. Container Terminal. Ach so, ja. Da kann man Container auch wirklich laden? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Kräne halt so animationsmäßig halt nicht umgesetzt wurden. Also bei der Kiesgrube oder beim Kies war es ja, aber bei der Kohle war es ja so, es ist halt einfach von den Silos gedroppt. Und die Schüttgut-Dinger da und das ist ja simpel zu animieren, ne? Und bei den Containern müsste man halt, kann man halt nicht, das kann man glaube ich als auch von dem ganzen Prinzip, dass man halt dann auf dem 100% Spot stehen müsste mit jedem einzelnen Waggon, bevor das überhaupt aufgeladen wird. Oder man macht das mit so einer Zwischensequenz. Ja, oder so, aber das wäre ja auch wieder ein bisschen, das wäre nichts Halbes und nichts Ganzes, so, ne? Aber zum Beispiel ETS2 macht das, also bei ETS2 gibt es jetzt nicht, dass du Container laden kannst, aber es erinnert mich gerade an diese Fähre. Diese kleine Jetzt kommst du mir entgegen. 6 Minuten. Also gehe ich mal stark von aus. Oder 43 mit geschlossenen Wagen? Denn? Mit geschlossenen Wagen, ja. Zugbeeinflussung. Los, weiter runter, ich will keinen Zwangsel bekommen. Nicht noch einer. Perfekt. Musst du wieder bremsen? Ja, ich muss runter auf 90 bremsen, bin dann runter auf 80. Ich bestätige grüne Signale gerade, aber egal. Zugbeeinflussung. Wo kam denn gleich nochmal die Einfahrt in Hagen, im Bahnhof Hagen? Müsste auch gleich schon kommen, deswegen habe ich das mal wieder bestätigt. Zugbeeinflussung. Hier sind erstmal 100, dann vorne wieder 120. Okay, das ist nur ein Stückchen wahrscheinlich, bis wir uns der Einfahrt nähern. Gleich wieder 100, nice. I like it. Kann man schon mal vorbeschleunigen. Geht der eh wieder bergauf und dann kommen wir eh nicht mehr auf dem
auf dem Tacho drauf. Das ist echt bei dir eine wahrscheinlich eine richtige. Aber kommst du denn nicht, wenn du noch Geschwindigkeit hast, verlierst du denn so viel Geschwindigkeit am Berg auch? Bei 1,7% Steigung halte ich die Geschwindigkeit mit voller Leistung. So, ich habe noch 32 Kilometer. Ich noch 8. Wie gesagt, 6 Minuten früher ankommen, würde ich mal vermuten, ne? Ja, möglich. Ich sag einfach mal 6 bis 10. Mhm. Je nachdem, ob du jetzt noch zwangsfrei fährst und was bei mir noch passiert. Und wie auch. Ich komme ja jetzt erst noch in den schwierigen Abschnitt. Wie auch immer das halt alles so zusammenpasst, so, ne? Wenn du jetzt neben mir sitzen würdest, würde ich sagen, wenn ich heute keine Zweise kriege, gebe ich dir einen aus, aber. Das wird schwierig. Muss dir nach Oldenburg eine Pizza bestellen. Ja gut, das ist ja jetzt nicht mehr ganz so weiter wie vor ein paar Wochen. Stimmt. Wenn man es mal so betrachtet. Gut, ich bin ja näher dran. Endlich bestehen wieder 3/4 des Gaming Empires aus Niedersachsen. Oh, stimmt. Immer diese Außenseite. Zugbeeinflussung. Also, ja. Oh, 3,2. Ach, 3,2 in der Mitte noch. Drauf geschissen. Geht auch eh wieder bergauf, da fülle ich auch eh wieder Geschwindigkeit. Aber ich habe beschlossen, ich ziehe nur noch in Bundesländern mit Sachsen drin. Also ich darf nur mal nach Sachsen ziehen, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen. Okay. Nein, das war ein Witz, natürlich. Also, keine Ahnung. Das ist einfach ein ziemlich sächsischer Fetisch. Wenn ich einen sächsischen Akzent könnte, würde ich mit sächsischen Akzent gesagt. Kann ich aber nicht. Ich kann keinen Akzent, das ist richtig schlimm bei mir. Ich ärgere mich über. Ich weiß nicht, ich habe mal überlegt, ob ich das mal probiere zu trainieren, Akzente, ob man da irgendwie bestimmt wirklich. Lernen kann, aber keine Ahnung. So ein Dialekt. Ich muss auch einsehen, dass man bestimmte Dinge einfach nicht kann. Ach, hier ist übrigens das Kieswerk, ja. Das wäre der andere Zukunft bei das ist Kies. Oder Sandwerk oder keine Ahnung. Packen wir mal den Leistungsregner runter. Zwangsbremsung. Ach. Fick dich ins Knie. Zwangsbremsung. Oh, 40 Delta. So, dann hören wir uns noch die nächsten 3 Minuten eine Zwangsbremsung-Scheiß-Soundfile an. Also, Soundfile ist gut, aber die Zwangs ist scheiße. Zwangsbremsung. Wahrscheinlich ist es mit deinem Zug auch deutlich schwerer zu bremsen. Ich habe ja selbst auf Zug, ich habe den auch, wenn ich fahre, auf der falschen Zugart mit einem wesentlich leichteren Zug. Also das kann man nicht wirklich vergleichen. Zwangsbremsung. Der Berg ist doch wieder deutlich größer als 0,3%, das sehe ich doch jetzt schon. Dann ordentlich Schubrakete davor. Ach nee, hast da gerade eine 20 gekriegt, ne? Ja. Das ist doof. Aber ich würde behaupten, das ist nur eine normale Zwangse und keine. Ich muss 3 Kilometer zurückrollen, Zwangse. Hoffen wir es mal. Noch ankommt. So.
Wo stehen denn die 40? Da müssen, ja, wollte ich nur sagen, die müssen doch gleich mal angekündigt werden. Die waren da angekündigt, hab sie nicht gesehen. Komm schon, Power. So, 0,1. Vorwärts oder rückwärts? Vorwärts! Bäm! Oder? Ja. Er rollt vorwärts. Achievement unlocked. Der Zug rollt vorwärts. Ich glaube, ich war viel zu früh 40 gerade. Ist mir egal. Zugbeeinflussung. Oh, links ganz viel Holzwagen. Ach, ist hier? Kannst du hier Holzwagen fahren? Und die Holzwagen kannst du nur von hinten ausfahren. Du kannst, es gibt ja so ein Holz. Das ist ein Sägewerk auf der Karte, wo du auch Holzsachen hinbringen kannst. Du kannst scheinbar hier auch die Holzsachen zu diesem Platz, wo dann die umgeladen werden oder dann nochmal einzeln zu den Dings gefahren werden, vermutlich. Hinbringen. Na, wie lange haben wir noch bis zum 40? Siefa, Zwangsbremsung. Wieder da, oder was? Ich bin wieder da. Ich hab mir gedacht, ich bring mal kurz den Laptop runter. Wenn ich sowieso hier anrolle und hab eine Zwangsbremsung bekommen. Voll geil! Ja, man sollte die Lok auch nicht verlassen oder weglaufen. Ja, ich dachte mir, ach komm, ich rolle eh gerade erst an, dann kannst du mal kurz aufspringen, runterflitzen, dann wieder hochflitzen. So was nennt man Profilokführer. Falsch gedacht. So was nennt man Profilokführer. Auf jeden Fall, aussteigen und runtergehen. Ja, das ist kompliziert. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Irgendwas hatte ich gerade gesagt, keine Ahnung. Also ich fahre jetzt gerade über diese 50er-Strecke hier noch. Okay. Bin schon von der Hauptstrecke runter. Seit, ja, ein paar Minuten. Und habe noch 4,4 Kilometer bis zum Ziel. Boah, ich will eine fucking Doppeltraktion, ohne Witz. Soll ich meine Loknummer holen und mal kurz rüberfahren und oder ich will eine schnurgerade Strecke haben, meine Güte. Warum fährst du 55, Leute? Hallo. Ich krieg gleich eine Zwangsung wahrscheinlich, weil der hier 55 fährt, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ich auf den gerade zu hochgestellt habe. Gib Gas, mach Bremse. Jetzt musst du die Bremse endlich anziehen, sonst... Dankeschön. So, jetzt. Ich bin natürlich wieder sehr langsam. Ach, der Steffen war gleich, okay. Aber wahrscheinlich auch nicht lang. Wahrscheinlich geht es dann gleich wieder runter. Bis vom. Ja, das kann gut sein. Oh Gott, das ist doch... Ja, 2,9 Kilometer, bis wir auch nur noch 40. Ich werde jetzt aber hier die 80 gleich mal ein bisschen ausfahren. Ich werde ein bisschen schneller, werde ich gleich mal fahren. 60 oder so, dass ich da wirklich bremsen kann. Das sind halt safe, nicht 0,3%. Ich glaube, das sind mehr. Kommst du wieder im Berge nicht hoch? Es ist zum Kotzen. Ich bin echt am überlegen, ob ob wenn... Oh, das war gerade schön. Manchmal, kurz unterbrechen. Manchmal, wenn du so, ich bin echt zum Kotzen, wenn du gerade so
Und es klang gerade so, als würdest du kurz zu fluchen ansetzen. Und genau in dem Moment macht meine Zwangse, meine Siefer, miet, zensiert. So, ich lass weiter reden, Entschuldigung. Oh, da war 0,1. Aber was, bergauf und bergab? Jetzt bin ich auf 0 gegangen, fuck. Also deine Folge wird interessant, die könnt ihr euch ruhig nochmal reinziehen bei das Bergsteigen. Ich glaube, dein Lied musst du irgendwie Bergsteiger nennen oder so. Hochkraxel. Verreckt am Berg. 0,1, ja, ja, vorwärts und rückwärts. Vorwärts, bam! Vorwärts, bam! Gott, das ist doch... Also, das ist echt eine katastrophale Folge. So ein Feuer bei Junge. Boah, das ist beim Zug ja unschön. Aber das kannst du nur mit einem Kesselzug sagen. Oh, so ein Feuer bei Junge. Geil. Oh Gott. Halten wir fest. Ich habe ein... Nein, nein, nein. Okay, du hast keine perfekte Fahrt, wo du offenbar einen Zwangs bekommen hast, aber sieh es mal so, du hast es nicht geschafft, ein Drittel der Strecke in 50 Minuten zurückzulegen. Das nicht. Oh Gott. Aber ich dachte mal, einmal fahre ich vernünftig, aber dann habe ich hier was übersehen. Ich hätte nicht auf die 80 Stunden gestanden, ich hätte einfach mit 40 hier rumjuckeln sollen. Ich hätte gar nicht darauf achten sollen. Und wenn auch sowas nicht passiert. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das, wenn ich die Folge wirklich zu Ende fahre. Und ich einfach sage, okay, hier, der Zug, wenn ich krieg noch mal eine Zwangsuhr bekommen und am Berg wieder nicht vorankommen, dann sage ich einfach, der Scheißzug hat einen fucking defekt, Zug deswegen, ist kaputt. Ey, ja. Muss ausgewichen werden, dann endet halt die Folge. Aber wenn die Folge halt wirklich komplett hochgeladen wird, dann frage ich mich, ob ich das schneide oder ob ich einfach sage, drauf geschissen. Guckt euch einfach mal 20 oder eine halbe Stunde an, wie ein Zug einfach nur steht. Ja, aber ich glaube, ja, ich glaube, deine Folge ist aber spannender als meine, weil ich fahre ja die ganze Zeit und du, bei dir ist immer so, kommt ja, er den Berg hoch oder kommt er nicht den Berg hoch? Kommt er den Berg hoch oder kommt er nicht den Berg hoch? Also gerade komme ich den Berg hoch. Warum stehe ich jetzt eigentlich noch? Müsste ich nicht gleich wieder anfahren? Da muss ich jetzt einmal Nullstellung machen. Also bei manchen ist es, also, ja, unterschiedlich. Ja. So, 40. Ja, da gibt es wieder. Oder rolle ich nur? Habe ich jetzt dasselbe wie du? Ne, jetzt macht er Kraft. Power! Feel the power! Ich fühle gerade richtig die Power. Aber gut, das ist auch nur 0,1% Steigung. Aber diese Gütertrasse, die ist halt echt. Die ist halt echt Todes. Das ist echt eine Trasse des Todes, wenn man die quasi nicht vom Hauptgleis auf die rauffährt, sondern halt auf das Hauptgleis rauffährt, so in die Richtung. Mhm. 1,7%ige Steigung. Und rückwärts, also ich glaube, runter war es, glaube ich, weniger. Auch viel, aber weniger. Oh, endlich mal ein Tunnel. Man sieht nichts mehr, aber es sieht nice aus. Kilometer noch. Vielleicht holst du ja noch auf. Los, gib Gas. Ich gebe Gas. Ich sehe Blick am Tunnel. Ich sehe nicht viel, aber... Ich nehme vielleicht schon nochmal den nächsten Zug und fahre hinterher. Du bist bestimmt schneller da als ich. Hier steht schon einer. Ich habe noch 28 Kilometer, ich habe bald die Hälfte der Strecke geschafft. Ich fahre jetzt gerade an den Häusern vorbei, wenn du dich an die Passage noch erinnerst. Dann müsstest du vor einer halben Stunde gewesen sein. Kann sein. Roundabout.
Meter, da muss ich stehen. Steht eine Einzellok. Ich weiß nicht, ob man Einzelloks fahren kann. Also vorhin war da ja schon ein Lokzug. Aber Einzelloks kann man nicht fahren. Ein bisschen deutlich mal Geschwindigkeit fahren hier. Hey, sag mal, ich wollte jetzt noch nicht jetzt zum Stehen kommen. Ein bisschen mehr Power nochmal. Hallo, Kraft. Warum bin ich in der Bremse? Power, verdammt. Jetzt. Ich wollte nicht 200 Meter vorher zum Stehen kommen. Oh, das war neu richtig nervig. Ich glaube, die Folge könnte sogar vor dieser Folge rauskommen. Ja. Bin ich ein Szenario gefahren und habe kurz vorm Haltepunkt, weil es kurz davor, ich habe vor dem Haltepunkt eine Zwangse bekommen. Und da das System zum Teil so ist, dass du nicht in einem Radius von, keine Ahnung, 100 Metern oder 50 Metern in der Nähe vom Punkt sein musst, um die Aufgabe als erledigt zu gelten, habe ich natürlich ungefähr 300 Meter davor das als erledigt bekommen. Gesagt bekommen. Und dadurch bekommt man natürlich, weil je weiter man vom Zielort, so gesehen vom Haltepunkt entfernt ist, desto weniger Punkte bekommt man. Ich habe nur 350 oder so von 500 Punkten dafür bekommen, obwohl es halt, das war halt komplett sinnlos. Gott, warum ist das denn hier so am Lecken? Ja, ich habe ganz gut angehalten, glaube ich. 2,98 Haltegenauigkeit, das geht. Also 2,9 Meter. Ist gut. Nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Hey, ja, hier kommt eine Personenzug entgegen. Ich frage mich, ob gleich mir noch der nächste Güterzug entgegenkommt. Der sollte ja um 11. Der nächste Güterzug sollte ja um 11.10 Uhr fahren. 4609 Punkte. Gucken wir mal weiter. Gehen wir wieder in. Zum freien Spiel zurückkehren. So. Steigen wir mal aus. Vielleicht kann ich ja noch zum Hagen Hauptbahnhof rennen und dann noch in Personenzug einsetzen oder so. Das kann ich hier nicht, ich muss die Lok noch. Ich lasse hier die Lok einfach offen stehen, anstehen. Ich muss die noch abschalten. Aber das könnte Zeit das, habe, dann richtig. Das ne? Könntest du bestimmt schaffen, wenn ich noch einen Zug gesetzt und in Personenzug zu setzen und dann, keine Ahnung, zwei oder drei Halte fahren. Wo habe ich denn hier den Hauptschalter? Ich habe noch 25 Kilometer vor mir. Ich habe fast die Hälfte geschafft. Wo ist denn hier der Hauptschalter bei der Lok? Ich glaube hier nicht. Will den Strom abnehmen mal senken? Welche Oberleitung ist? Komm aus. Parkbremse. Angelegt. Dann stellen wir ihn mal richtig ab. Jetzt muss ich nur den Hauptschalter finden. Hauptschalter, PCP. Ne, der muss doch hinten sein, oder? Der ist doch bestimmt hinten bei dem. Hier. PCP, Zugart. Ach, hier ist doch die Zugart. Genau, hier steht man die Zugart. Oh, meine Fresse, was ist denn das für ein Fixsystem von Windows? Stromabnehmer. Vorne, Heck. Ach, wir können auch Stromabnehmer hier einschalten. Was von Windows? Ja, hier gerade eben wieder 5 Sekunden Freeze gehabt, ey. So, ich finde den Hauptschalter nicht. Ist egal. Bitte verlassen Sie Ihr Fahrzeug. Ja, was ist hier ein OBS Studio? Warum ist das denn ein OBS Studio? Zielvorgabe erfüllt. Ich habe gerade noch eine. Okay, ich habe gerade noch 0 Punkte dafür gekriegt, dass ich den Zug verlassen habe.
Zeitpunkt hat Jonas noch 1 Minute 53 benötigt, den Zug zu verlassen. Vielen Dank, aber keine Punkte gekriegt. Lol. Möchte jetzt aber zum freien Spiel zurückkehren, danke. Ach, der Kollege fährt jetzt schon weiter. Okay. Sag mal, fährt der Kollege jetzt mit angezogener Handbremse, weil ich die Handbremse angelegt habe, oder klingt das nur so? Na, wenn er meint. Ich dachte erst, kann sein. Das wäre zumindest witzig irgendwie. So. Okay, wir laufen ja noch ein bisschen über das Gleisvorfeld von Hagen. Mit einer bestimmten Sicherheitsweste an, da darf ich das auch. Kabeltrommel. Ach, hier ist der. Hier kann man bestimmt Pause machen mit dem Container. Ja, wo ist denn der Hauptbahnhof eigentlich? Ich kann es dir nicht sagen. Ich sehe nur meinen Zug hier gerade ausfahren. Oh! Oh, das sieht aus wie ihr Transport-FIFA. Ich sehe gerade einen Oberleitungsmast mitten auf der Schiene. Oh. Schöner kleiner Bug. Ja, das ist nicht ungefährlich hier. Kann man auch machen. Na gut. Also, ich habe jetzt gleich die Hälfte der Strecke, was die Luftlinie betrifft, geschafft. Boah, hier steht noch ein langer Güterzug. Boah. Mit einer 143? Das ist, glaube ich, auch so der Zug, den man nicht mit der Lok fahren will. Die Hälfte der Strecke geschafft? Ja. Der Zug fährt um 11.10 Uhr ab. Alter, den nehme ich. Ich fahre jetzt okay. Ich bin jetzt gerade bei den... Ist das ein Kühlturm? Ich glaube, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich eine neue Folge rausmache und die einfach hinterher fahre. Na, wie gesagt. Oder nimm es als Bonusmaterial. Ob das wirklich so ein Bonus ist, weiß ich zwar jetzt auch nicht, aber. Wobei der negative Bonus liegt eher auf meiner Seite. Das erinnert mich immer an eine Lehre, die ich in der Realschule hatte. 5, 6 oder so. Die hat nicht immer Bonus gesagt, sondern Bonus. Au. Es ist ein Bonus. Fast ein Bonus. B-O-N-N. Ja, klar. Ach, schön. Mal gucken, ob ich den Zug nehme. I would like to receive my bonus. Ja. Echt 90 und wieder runter auf 70. Komm, wir gönnen uns mal den Spaß und holen uns die nächste Zwangshaft. So. Und der nächste Güterzug, der sollte jetzt losfahren, wenn mir wieder entgegenkommt. Ja, ich nehme jetzt den nach dir gerade. Ich sitze gerade in dem Zug, der nach dir fährt. Also dein Zug eine Stunde später sozusagen, ne? Ah. 11.10 Uhr. Ergibt Sinn, oder? Ja. Zugbeeinflussung. Und ich will nicht wissen, ob ich rote Signale kriege, weil die ganzen Züge hinter dir aufstauen. Wo so viel fahren kommt, die hier so ein paar. Zugbeeinflussung. Oh. Weiter runter, geh okay, weiter runter. Hallo. Sie fahren. Gott. Hast du wieder Zwangsel? Nee. Ich überlege wirklich, ob ich eine Bonusfolge rausmache. Dass die Sonntag einfach mitkommt und dann zweite Folge Bonus. Zugbeeinflussung. So, wenn ihr eine Bonusfolge seht, hallo in der Bonusfolge. Zugbeeinflussung. Ich fahre jetzt hallo. Ein paar Kilometer hinter dem Seidenspinner her, der immer noch.
mit seiner Lok zu kämpfen hat. So. Ja, wo wir gerade bei Kämpfen sind. Okay, es geht gerade wieder leicht bergauf. Ich fahre mit 48 und kämpfe wieder hoch. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich fahre wieder zweite Zugart. Ja, diesmal kann ich es aber noch korrigieren. Warte. Hey, guck mal, da sind zwei Güterzüge. Die fahren beide zur selben Zeit los. Die fahren sich entgegen. Lass den mal nehmen, sagte er. Und fuhr, so und fuhr doppelt so lange. PZB. Mittlere Zug. Genau. So, perfekt. Dann können wir jetzt. Warum bin ich jetzt immer noch obere Zugart? Hier. Muss ich nochmal ausschalten. Dann fahre ich noch nicht los. Ich fliege jetzt das. Okay, sagen. Okay. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier steht gerade so gesehen eine 6er-Traktion. Ein Zug mit 5 Loks hinten dran und wartet, dass ja, ich vorbeifahre. Den Lokzug. Ja. Ach, der steht hier ganz, der ist mir vor einer anderthalb Stunden entgegengekommen gefühlt. Da wartet man halt die ganze Zeit auf dich. Hoppla. Ups. Da musste aber schön dein Kollegen erstmal einen ausgeben dafür, dass er jetzt da schon stand. Sehr gut. Was für ein Kollege? Ich bin gleich Pilot. Warum bist du Pilot? Ich steige gleich in den nächsten Flieger und fahre weg, damit. Damit sich keiner bei mir beschweren kann. So, jetzt fahre ich los. Also zum zweiten Mal. hä? Wait. So bin ich da fahrend. Oh, warte, ich muss fahren. Nee, ist ein bisschen schon geschaltet, ne? Ist schon richtig. Ja. Ja, da muss er schon ein bisschen mehr ziehen. Das war schon bei 30 Minuten, ich dachte schon. Wie lange haben wir? Ich habe noch 16 Kilometer. 16, okay. Also ich bin gerade im. Ich fahr gerade gleich aus dem Güterbahnhof von Hagen raus. Das will ich sehen. Ich will ja nichts sagen, aber mein Zug ist gar nicht so schwer. Denken voll. Da muss ich bestimmt bei mir einen Spaß erlaubt. Wo es war ja 10.10 Uhr. Achso, ich hatte gedacht, wenn es 11.11 Uhr gewesen wäre, hätte ich verstanden, wenn es Spaß gewesen wäre. Wegen der Karneval und so ist doch die Ecke. Jo. Da kannst du so schön. Ganz so schön. 2 Kilometer Zug. Ach, jetzt kriege ich auch eine Zwangsung. Na gut, egal. Das zählt nicht zur Originalfahrt. Das ist ja jetzt gerade nur, weil ich einfach ein bisschen fahren wollte. Ich finde dieses Geräusch auch so immer so angenehm von der Zwangsung. Eigentlich müsste ich mir wirklich mal die Zwangse-Sound als Wecker aufs Handy stellen. Zwangse, Zwangse, Zwangse. Ach, Zugbremse. Nein, das nicht das moderne Zwangsgeräusch, sondern so. 143 oder 155 oder so. Dieses NET! da fliegt das Handy aber auch. Falls da habe ich nur ein Handy verbraucht. Danach. Ja, entweder das oder. Boah, du träumst immer schlechter. Weil du Angst hast, von der Zwangse geweckt zu werden. Ich
kenne so diese Wecker, kennst du die? Ich glaube, mein Bruder hatte mal einen so einen. Kennst du diese Mathe-Wecker und so? Wo man erst eine Matheaufgabe lösen muss, um den Wecker auszuschalten? Nee. Gibt's wirklich. Und bevor ich dann eine Matheaufgabe, schwierige Matheaufgaben morgens löse, werfe ich den Wecker in die Wand. Ist dann halt so. Ja. Damit hat er nicht gerechnet. Was er echt ist. Das ist ein Comedy-Gold, was wir hier gerade auflegen. Warte, ey. Ich hab noch 42 Kilometer. Ich hab noch 10. Könnte knapp werden. Ja. Das, Lass dir doch mal so eine richtig schöne Zwang seine Berg kriegen und dann. Hier, ich hab's beschädigt. Ich bremse runter. So, ja, was? Ich musste doch mal so eine richtig schöne Zwang am Berg kriegen. Ja, mal gucken. Ich hab dann noch 10 Kilometer vor mir. Das wollte ich sagen, es ist noch nicht vorbei. Und ich bremse auch gerade wieder runter auf zu viel. Warum krieg ich denn schon wieder eine Zwang? Ja gut, ich baue jetzt aber gerade Mist mit meinem Zug. Zwangsbremsung. Bin ich jetzt gerade zum zweiten Mal in einem Wechselbild gefahren? Zwangsbremsung. Ich hab dir mal einen Gefallen getan, ich hab auch eine Zwang bekommen. Zwangsbremsung. Okay, aber hoffentlich nicht auf dem Berg. Nee, im Bahnhof. Ich halte gleich mitten im Bahnhof. Ich hoffe, keiner steigt auf. Steig einfach aus. Steig aus, ihr könnt das selber auch. Zwangsbremsung. Fuck it, I quit. Zwangsbremsung. Ich steig mal kurz aus, um zu schreien. Ich schreibe Fahrgast an. Willst du mich verarschen? Warum guckst du mich so komisch von der Seite an? Wir sind nicht in Hamburg, so ehrlich gesagt, so ein Kiezklatscher. Kennst du das Video? Nee. Oh, ich bin ja echt froh, ne? Die Bremsen waren fast komplett wieder frei und ich hatte immer noch den Regler auf 5. Gut, der Zug wäre fast ohne mich weitergefahren. Oh Mann. Ich roll da mal wieder los. Rolling. Bisschen Streckenkenntnis noch bekommen in der Strecke. Weil so ein bisschen habe ich schon Streckenkenntnis, habe ich gemerkt. An manchen Stellen wusste ich genau, wo die 70 kommen. Ne? Konnte ich schon mal so ein bisschen, da wird gleich irgendwas mit Begrenzung kommen. Guck mal, wir dürfen ja nur 40. Da kommt mir der nächste Güterzug entgegen, der 10-10er. Das müsste jetzt der, ja, der 11-10er sein. Ja, der 11-10er meine ich ja. Genau, auch Schildgutwagen. Also, ja. Und ich roll vorwärts, yay! Wo sind wir denn hier gerade? Ich bin im Plettenberg. Okay. Jetzt am Halt gekommen. Der stand aber auch ziemlich nah gerade dran. Wollte er mit seiner Zunge den Zug sauber machen oder wie? Ja, einen Moment. Du kannst ja schon mal weitermachen. Ja, alles gut.
Also belastend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Sifa. Das war jetzt auch jeden letzten. Ja? Achso. Mal kann ich das nicht. Sifa. Muss man nicht alles mithören, ne? Die Frage ist muted by me. Zwar muted by you, macht das einen Unterschied? Ist das relevant? Kann Jan sich gleich selbst entmuten oder muss ich das machen und ich höre ihn einfach nicht? Das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir noch nicht gestellt habe, wie das bei YouTube, bei Discord ist, bei Dings geht das ja, bei Teamspeak. Dass die Person sich dann wieder das Mikrofon von sich selbst wieder selbst freigeben können. Gucken wir einfach nochmal so bei Kilometer 8 vom Ziel nochmal nach, wie die Lage bei Jan ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was eine Fahrt hier, ey. Okay. So. Hi. Hi. Konntest du dich selbst muten? Nee. Okay. Das ist gut zu wissen. Weil das macht, dann macht das. Ja, okay, ja, doch. Der Unterschied zwischen Mute und Server Mute ist, dass die anderen den dann auch nicht hören. Mhm. Ah, noch 8 Kilometer. Da ist noch Platz für zwei Zwangsen. Ich habe noch 43. Muss ich jetzt noch was, muss ich jetzt gleich mal runterbremsen? Ach, auf 50 gehen. Da geht es wieder runter auf 70. Eine Stunde, 22 Minuten. Habe ich jetzt meine Aufnahme an. Ja, komm ungefähr hin. Gut, noch ein bisschen gecutter hier und da, aber ja. Ja. Zugbeeinflussung. Machen wir kurz hier den hier. Wieder zurück ins Game. Dann will ich mal ein bisschen langsamer runter. Zugbeeinflussung. Das ist eine Vollüberwachung von 70. Komm, 70. Wehe, wehe. Komm. Sehr schön. Kann er uns jetzt wegen dem Käse jetzt nochmal eine Zwangsung zu bekommen? Bei 0,5% Steigung. 0,3 war schon nicht ganz so leicht. Aber das
Muss der Zug echt nicht dafür ausgelegt sein, dass du da so einen schweren Dings fährst? Ich... keine Ahnung. Oder er ist einfach nicht darauf ausgelegt, dass er auf dieser Strecke Zwangssinn bekommt. Mhm. Zugbeeinflussung. Kilometer haben wir noch. Da sind sie 70. Zugbeeinflussung. Ich will mal wieder 80 fahren, das war einfach nur die scharfe Kurve da vorne. Hä, was machst du denn? Warum drück ich denn? Willst du mich verarschen? Ach, welche falsche. Ja, da. Könnte es natürlich liegen, dass ich die falsche Taste hier ausgewählt habe. Könnte ich mal jetzt bremse ich hier. Warum bremst du denn? Boah, nimm die Bremse raus. Gut, jetzt stehe ich, ohne dass ich bremsen wollte. Auch schön. So geht's natürlich auch. Hm? So geht's natürlich auch. Ja. Ich wollte noch Zugbeeinflussung. Ach, jetzt darf ich hier an 1,3% Steigung mit dem Zug anfangen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich bin gespannt. Aber das sind auch keine Schüttgutwagen, die ich dran habe. Ah, okay. Das sind so. Das ist wahrscheinlich so ein gemischter Zug, ne? Also, nee, sind so zu. Also nicht die Wagen, die ich gerade hatte, sondern so braune, die man so Schubtürwagen, die man so öffnen kann. Und die Hälfte des Wagens öffnen kann, sozusagen, was dann rausfliegen kann. Und du weißt, was ich meine. Ich glaube schon, ja. Ach ja, ich bin 1000 Hertz, deswegen kann ich mir gerade nicht befreien. Du hattest hier was mit 6000 Punkten, ne? Ich habe nicht mehr mitgekriegt, glaube ja. Oder waren es 4.600 oder 800? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das schon nicht mehr. Okay, kurz bevor wir dort sind, müssen wir von den 100 Kilometern schon runter auf 50. Das ist nice. Das heißt, wir können eigentlich schon fast sagen, okay, wir riskieren eine Zwangsetappe. Ist jetzt auch egal, wie du den Wagen abstellst, nur irgendwie. Ja. So nach dem Motto, sind noch 3,7 Kilometer. Die Siefer, die zick und wieder rum mit dem Beschädigen. Ja, ich achte jetzt auch gerade auf nichts mehr mit dem Zug. Weißt du was? Ich mache jetzt mal Quatsch. Warte. Ist ja eine Bonusfolge, da darf ich Unsinn machen. Jetzt kommt's. Warte mal kurz, warte mal. Ich muss mal ganz kurz den Zugart gleich noch umstellen. Jetzt ist das witzlos. Ich ahne Böses. So, jetzt machen wir den hier. Einmal Zugart umstellen und dann würde ich mal sagen, werden wir mal die Wagen los. Die sind hier eh nur nervig. Oder was meinst du? So los meinst du, okay. Ich koppel die einfach mal ab, bis du doch gehen. So. Einfach auf offener Strecke, kann man machen. So. Zugbeeinflussung. Und jetzt dürfen wir los. Jetzt sollen wir gucken, was er schafft. Oder wir fahren einfach ohne Zugbeeinflussung. Zwang sie incoming, weil ich nicht rechtzeitig auf 50 runterkomme. So, jetzt Vollgas hier. Ohne Sicherheitssysteme. Mir ist langweilig. Ich sag, das ist eine Bonusfolge, da darf ich auch Unsinn machen. Ich weiß noch nicht, ob ich durch die 40er-Zone mit 120 durchkomme. Das müssen wir ausprobieren. Oh Gott. Ich glaube, deine Bonusfolge ist spannender als die Real-Folge. Ja, wahrscheinlich.
Zugbeeinflussung. Ja, geschafft. Und jetzt jage ich dir hinterher mit 120 km/h. Oh, oh, ich glaube, du könntest mich sogar noch einholen. Ich habe nur 1,4 Kilometer. Es sei denn, du fliegst noch mal aus der Kurve raus. Ich glaube, mit 120 jetzt mal die gesamte Strecke schaffen. Können die KI-Züge eigentlich in deine Wagen fahren? Ich glaube nicht, ne? Ich krieg ein rotes Signal, wenn da was steht. Ich glaube nicht. Wow! Wow! Wie weit schon war das mit 120? Kann aber auch sein, dass ich gar nicht rausfliegen kann, weil ich glaube, ich habe das ausgestellt. Okay. Ein Kilometer noch. Ich glaube, das wird knapp. Also, dass ich das, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, wollte ich damit sagen, nicht, dass es klappt. Ja, yeah, ja, yeah. Zugbeeinflussung. Was? 40? Sagen Sie, wehe. 39. Könnte man ja ausrechnen, wie lange ich brauche bei 40 Kilometer bei 120 km/h. Kommt bei einer Vollüberwachung von 25 rein, oder? Zugbeeinflussung. Was los? Ne, 35 Kilometer pro Stunde, okay. Sifa. Ich bin übrigens schon wieder am Sandwerk. Habe ich 40 Minuten gebraucht. Schätzungsweise. Aber jetzt gebe ich auch gerade Vollgas, aber so weit war ich auch nicht mehr weg. 37 Kilometer noch. Ich leite gerade den finalen Bremsvorgang ein. Wäre ich mal früher auf die Idee gekommen, dann wäre es spannend geworden. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich direkt losgefahren wäre, als du. Oh, ich stehe gezielt ohne Zwangse. Yay, sehr gut. Oh, ich habe eine Goldmedaille bekommen, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Es gibt keine Zeitangaben bei Güterzügen, glaube ich. Ja. So, warte. Alter, ich mache von 3,6. Komm, wir gehen mal richtig hier in die Notbremsung. Notbremsung. Boah. Was für eine lange Folge wieder, holy shit. So, ich stehe auch mit einer Zwangse, mitten irgendwo auf der Strecke. Ja gut, dann sag ich mal danke fürs Zuschauen von dieser doch schon sehr alpinen Folge. Berge auf und wieder runter. Genau. Ja, vielen Dank von mir auch fürs Zuschauen der Bonusfolge, für alle, die echt langweilig war. Ja, immerhin eine Bonusfolge. Mhm. Ja. Und mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Wie ich glaube, vor ungefähr einer halben Stunde, oder so angetestet wurde, haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Es könnte noch was anderes geben am Sonntag, außer Trains in World. Oder auch außer Sonntagsfahrer. Oder außer Sonntagsfahrer. Aber was es genau ist, dann müsst ihr halt dranbleiben. Oder ihr müsst in alte Videos reinschauen. Das war jetzt aber der letzte Hinweis. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.